Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Surviving Mars. Ich habe ein paar Sachen offscreen gemacht. Und heute werde ich versuchen, dass ich alle Ressourcen habe. Ich fange an jetzt erstmal, indem ich hier noch einen Brunnen hinbaue und die Rakete losschicke. Und jetzt werde ich warten, bis Mars Treibhausgas erforscht ist, und dann baue ich eine Treibhausgasfabrik. Meiner nächsten Ziele ist Resources are low. Eins meiner nächsten Ziele ist, hier eine Kuppel hinzubauen, damit ich Edelmetalle abbauen kann. Und dafür baue ich hier einfach ein Tonerpin und ein Starling-Generator. Und ich habe noch eine Standardkuppel, ein Fertiggebäude, dann baue ich die Standardkuppel einfach hier hin. Ich suche jetzt nach einer Stelle, wo ich das verbinden kann. Ich baue da einfach ein paar Feuchtigkeitsvaporatoren hin. Und noch ein Moxie. Und ein Wasserturm. Und die restlichen Starling-Faktoren. Starling-Generatoren. Und dann verbinde ich alles. Und dann noch. Und dann
aber nicht noch das mit den Lebenserhaltungsrohr. Und dann braucht die Kuppel Research complete. Wohnanlagen. Und eine Heterokulturfarm. Ich baue aber eine Farm einfach hin. Und dann noch ein Lebensmittelgeschäft baue ich dann auch noch hin. Man kann aber auch wie hier einen Diner bauen. Jetzt fehlt hier nur noch ein paar Nahrungsmittelspeicher. Sector scan. Und dann baue ich da noch einen Edelmetall-Extraktor hin. Der braucht ein paar Maschinenteile und etwas Eisen. Und die Touristen reisen ab und ich habe etwas Geld verdient. Und später versuche ich dann auch das hier zu verbinden. Ich kann es schon mit dem Strom so machen. Die Kuppel braucht Wasser. Und da arbeitet schon eine Person. Dann baue ich ganz schnell nochmal da einen Feuchtigkeitsvaporator hin. We have a food shortage. The colonists are on the brink of. Damit sie hier nicht arbeiten, entferne ich jetzt sofort schnell hier die Arbeitsplätze erstmal. Und ja, wie ist das Gebäude? Dann sollten sie zurück hier gehen. Dann sollten sie auch Essen haben. We have a food shortage. Und die sollen jetzt ihr Wohnort festlegen. Hoffentlich gehen sie jetzt da hin. Die brauchen 7 Personen, brauchen einen Job, da mache ich hier mal etwas frei. Hier mache ich. Our colonists are starving. Und da mache ich nochmal eine Arbeitsschicht frei. Da können noch welche arbeiten. Und da. Und da.
Da baue ich nochmal ein Kabel hin. Ich mache immer abwechselnd Weizen- und Sojabohnen. Und ich versuche das jetzt mal zu verbinden. Und so mache ich das. Dann sollte hoffentlich das Wasser reichen. Dann aktiviere ich wieder das Gebäude. Ich hole dann eine Passagierrakete. Und starte die. Und mach mal, dass das gebaut wird. Dann brauche ich nur noch. Dann will ich schon mal neue Sektoren zum Scan aus. Und jetzt wird der Edelmetall-Extraktor gebaut. Und ich habe jetzt genau 12 Arbeitsplätze frei. Hier lebt Baulio. Und ich baue hier irgendwo noch eine Landeplattform für Passagierraketen auf. Research complete. Und als nächstes. Das mache ich dann planetarische Erkundung nach Vorschriften. Na, inspirierende Architektur. Und hier unten baue ich noch meine Treibhausgasfabrik hin. Jetzt lasse ich die Passagierrakete mal hier landen. New colonists have arrived. Und ich brauche einen Arbeitsplatz mehr. Dann mache ich hier noch einen Arbeitsplatz frei. Sector scanned. Und ich resources are mach low. Das mal schnell.
Wolken. Dann Port. Ich habe vergessen, das an Strom anzuschließen. Das mache ich schnell. Und hoffentlich bekomme ich dann endlich mal ein paar Edelmetalle. Dann kann ich direkt, ich baue mal auch direkt hier eine Edelmetall-Depot hin. Und ich mache hier auch noch ein Steinsabfälle-Lager hin. Ich glaube, ich platziere mal ein paar Aufladestationen hier hin. Ich verteile die mal ein bisschen. Das Ton sich dann, weil ich jetzt ziemlich viele Ton hier habe, weil ich sonst nur hier die zwei Aufladestationen habe. Und ich brauche Wasser. Resources are low. Ich baue noch mal zwei Feuchtigkeitsvaporatoren hier hin. Und jetzt warte ich darauf, dass alles erforscht wird. Und ich hole eine Frachtrakete mit nochmal mit etwas, ein bisschen Eisen, ein paar Polymeren und ein paar Maschinenteilen und noch eine Elektronikfabrik. Und ich sollte bei der mal Export bieten. Damit ich hier erstmal ein paar Edelmetalle habe. Und dann würde ich auch sagen, das war's mit dem Part und tschüss.